So, wir haben Nacht, wir haben Bad Hair Day und wir spielen Dying Light 2 noch, bis ich irgendwann müde werde, was noch ein bisschen sauern kann. Und ich glaube, zuletzt habe ich darauf gewartet, dass Nacht wird und dass wir dann noch die letzte Sparker-Karte hole, die gefälschte. Und wir spielen noch weiter noch im höchsten Schwierigkeitsgrad. Und Max Settings und so weiter und so fort. Willst du mich veräppeln? Wir hatten zuletzt ja Probleme hier, weil nicht, weil ein paar größere Gegner noch hier waren. Doch. Weil es war zwar Nacht, aber komischerweise waren hier immer noch welche. Jetzt läuft das Spiel natürlich noch besser mit der 94. Aber ich muss echt überlegen, ob ich nicht doch nochmal den ARM4-Prozessor upgrade. Und mit den 5.8 3DX hole. Oder 3D, wie auch immer. Also eine Neuauflage, die mehr, ich glaube, Level 2 Cage hat oder so. Die Performance wird nochmal so um 10-15 FPS besser in manchen Spielen. Ist die 94 es wert? Es ist halt schweineteuer. Wenn du damit nichts beruflich machst und kein Geld verdienst durch Zocken oder sonst irgendwas, würde ich wahrscheinlich sagen, nee, lass gut sein. Dann wirst du wahrscheinlich mit den AMD-Karten, die jetzt gekommen sind, ein bisschen glücklicher werden. Eine Pistole. Nee, ist ein einhändiger Hammer. Die 4090 meine ich natürlich, die 94. Es ist aber schon ein Monster. Also alle Spiele in 4K ohne Probleme. Dass sich dann AMD hinstellt und sagt, ja, aber bei uns, ihr habt den neuen Digital-Output für die neuen Monitore, die 480 Hertz können und so. Ja, aber die kommen nächstes Jahr raus irgendwann. Und das ist eigentlich nur interessant im 8K-Bereich dann. Aha. Jetzt kriege ich meine eigene Sparker-Karte. Wir haben gerade geschafft, dass man 4K vernünftig spielen kann auf Rechnern, als wenn 8K so schnell ein Thema wird. Außer du bist halt wirklich so ein Killer. Und ballerst hier irgendwie, weiß ich nicht, gibt's noch SLI? 8K werden die wenigsten Karten packen. Tropico 3 konnte ich da so gesehen 8K spielen. CSGO läuft in 8K. Ja, okay, das stimmt natürlich. Minecraft kannst du auch in 8K gut spielen.
Das Problem ist einfach klar, die Auflösung wird noch klarer und alles, aber ich finde halt 4K schon so scharf, wenn du drauf guckst. Wenn du natürlich auf dem Fernseher spielst, irgendwie so ein Ding, was ich aber überhaupt nicht mag für Spiele, weil du bist mit dem Kopf immer so rum am Gucken in die Ecken, wo ja meistens Interface-Sachen sind. Lohnt sich für ein paar Sachen, sagen wir mal, du bist im Simulationsbereich unterwegs und so weiter, klar, ne? So in einer fetten Karre rumfahren. Macht das schon Sinn? Das stelle ich mir schon sehr geil vor. Aber für das, was ich hier mache, naja. Eine Minute reicht, um zu dem zurückzukommen. Upsala. Vielleicht auch nicht. Was war das denn? Warum hält er sich nicht fest? Stopp. Ja. Ich bin gleich einer von euch. So ein Unsinn. Ich habe übrigens kurzzeitig, weil ich es schon lange nicht mehr gespielt habe, vergessen, wie ich Münzen schmeiße. Aber es war, glaube ich, nee, es war nicht G, es war mittlere Maustaste halten. Ich wollte mich eigentlich nur V-Ding schmeißen. Hat gut funktioniert, ne? Ich habe deine gefälschten Karten gefunden. So, zeig mir, wie ich auf der Karte aussehe. Wie der Prinz, der du bist. Hier ist deine Sparker-Card. Sieh sie dir an. Komm später wieder, wenn du die Leute treffen willst, denen dein Sparker-Profil gefallen hat. Vielleicht. Oder auch nicht. Aber man spielt dann nicht mehr mit nativer Auflösung. DLSS, FSR sind die Stichwörter. Schon auf 4K kannst du nativ ja nur mit einer Handvoll High-End-Modellen spielen. Ja, aber... Die 480 schafft das ja überall. Ja, die 490 schafft das ja überall. Die 480 ist ja, die vergessen wir lieber.
Das waren die Prüfungen für den Fight Club. Wobei die 480 jetzt im Preis auch gefallen ist. Hilfe! Ich bin verletzt! Hilfe! Mein Bein riecht nach Wundbrand! Auch mit der Herzzahl, also solange du nicht Competition spielst und so weiter. Ich finde 140 Hertz, wo ich jetzt gerade bin mit dem Monitor auf 4K, finde ich schon sehr angenehm. Also 60 Hertz merke ich schon, dass das einen Unterschied macht. So, ich werde noch die Nebenmission machen, bevor ich die Hauptstory hier abschließe, weil ansonsten fallen die ja vielleicht mal weg und das will ich ja nicht. Nachts durch die Straßen laufen? Verdammt, es ist schon auf den Dächern schwer genug. Sag mir, was du brauchst. Das ist mein Spezialmodell. Aufbrechen einfache Schlösser. Sag's deinen Fr- Ach so. Einfache Schlösser mache ich sofort auf. Das ist die Geschichte. Das ist ein Familienunternehmen. So, was hast du im Angebot? Nichts Interessantes. Das ist mir zu teuer, eine goldene Kopfbedeckung auf 3. Wir sind freie Menschen. Ein Moment der Ruhe. Hast du was zu trinken? Keinen Tropfen. Ich könnte selbst. Noch zwei Herausforderungen und die Massakerhalle gehört mir. Dann leg dich kurz hin. Falsch. Hast du meinen Penny? Geht weg, Obdachlose. Was ist das hier? Berlin Mitte? Berlin ist so heftig einfach. Weil so steht, du bist als Bürger hier aus Nordrhein-Westfalen da und dann kommt erstmal, ne, gehst du Straßenbahn, dann wirst du schon von der Seite angequatscht. Ob man nicht ein bisschen Kapital hat. Tut mir sehr leid immer für die Leute, aber es. Alleine rettest du halt nicht die Welt, das ist halt leider so. Oh mein Gott, damit habe ich mich aus der Verantwortung gerettet. Moment. Ich sehe gerade, ich hatte gerade ein Problem mit ausgelassenen Frames. In der Aufnahme. Aber eigentlich gibt es dafür keinen Grund. Oh, danke Brandon für das Verschenken von Community-Subs.
Mann. Und danke für deinen Prime-Sub, Brandon. Dankeschön. Was ist das für eine Herausforderung? Ich komme wegen der Prüfung. Ja, wir schauen zu. Straßenlevel im Mondschein. Starte, wann immer du bereit bist. Nachts? Und die Infizierten? Das ist Teil der Herausforderung. Du musst die Ziellinie erreichen. Interessiert mich nicht, wie du das anstellst. Und wie viel Zeit habe ich dafür? Nicht viel. Geh jetzt. Ein Scout aus der Massakerhalle schaut zu. Oh, ich hab nicht das mit dem... ...dass ich die Gegner wegrempeln kann. Renne nachts durch die Straßen, folge den Kontrollpunkten und schaue nicht nach hinten. Ich habe den Kontrollpunkt übersehen. Oh nein, ich habe den einen Kontrollpunkt. Da bin ich aber drüber gegangen. Scheiße. Da bin ich doch drüber gerutscht. Komm, Aiden!
Scheiße, das war vom letzten Kontrollpunkt. Hast du jetzt nochmal Subs verschenkt, Brandon? Danke. Weiß ich, muss ich gleich von meinem Schoß runternehmen. Ich würde dir auch eine Zensierungsmaschine verschenken. Ach, du bist einfach ein Schatz. Tötet alle, die hinter mir her sind. Ich denke mal mit ein paar Fähigkeiten dazu. Kann man die 1,40 schaffen, aber ich habe zu wenig Parcours-Fähigkeiten, um das Optimum rauszuholen. Nochmal vielen Dank, Brent, für die 10 Subs, die du verschenkt hast. Zurzeit ist das bei Abos eh ein bisschen entspannter geworden hier. Die Gürtel sind enger geschnallt. Ist ja auch okay. Ist Weihnachten, die Leute gucken halt. Gut, das ist ein ziemlich gutes Ergebnis. Wir sprechen uns bei der nächsten Herausforderung. Ich merke das ja auch, dass ich mehr Kosten habe. Auch wenn ich was Teures gekauft habe. Das sind nicht die Mehrkosten, die ich meine. Haben Sie geholfen? Danke für die Warnung. Kein Problem, Kumpel. Nenn es einfach Höflichkeit. Gleicher Ort? Der einzige Ort. Diesmal zahlst du. Ach, der will schon wieder mit mir saufen. Da habe ich keine Zeit für. Aus, wenn gleich Sonnenaufgang ist. Wie weit ist das denn weg mit dem Trinken? Ne, das ist mir... Da gehe ich lieber zur nächsten Herausforderung. Danach können wir richtig feiern mit ihm.
No! Das sieht aus, als wenn wir was mit einer Armbrust machen müssen. Ich komme wegen der Prüfung. Ja, wir schauen zu. Deine Dates warten. Meine Dates? Dates aus der Hölle. Unzählige von ihnen. Irgendein Rat? Tipps? Rechne mit Schwierigkeiten. Und zwar viele davon. Kampfherausforderung. Erlöse die Infizierten aus ihrem Elend. Wegen dieser Selbstmörder. Lass sie einfach hinter dir. Soll bestimmt das Gebiet verlassen, oder doch? Nee. Ach, und außerdem Verbandskästen. Die findest du in den Mülleimern. Falls du welche brauchst. Zombies haben keine Lust. Barrikade ist so gut. Ja, die hüpfen kurz rein und hüpfen dann wieder weg. In der Sache sein. Kann sein, dass RTX hier sehr kontraproduktiv ist. Weil man dadurch vielleicht schlechter sieht. Und deshalb kommt mir das irgendwie falsch vor. Yeah.
Es ist wirklich ein Bug. Die kommen halt nicht hier rauf. Was kann ich dagegen tun? Kann ich das Feuer löschen? Die einzige Position, wo ich vernünftig stehen kann und noch ein paar abschießen kann. Aber es sollte definitiv nicht so sein, dass die Zombies ständig abhauen von mir. Naja, vielleicht doch. Aber reicht ja. Würde ich eigentlich auch gerne in die Rouge Trader Beta einkaufen. Ich habe schon lange Zugang zur Alpha-Version und könnte das auch zeigen, aber ich muss dir leider sagen, dass Rouge Trader auf Englisch super anstrengend ist, weil sehr viel Text, sehr viel Sci-Fi-Text, sehr schwierig zu verstehen für mich, auch wenn ich dem Englischen mächtig bin. Vielleicht gucken wir morgen mal rein. Ah, du scheinst ja noch am Leben zu sein. Aber Rouge Trader ist halt wirklich... Ja, Warhammer 40k, ich habe reingeschaut, es war ganz cool, aber es ist halt unglaublich viel Text und wenn das, sag ich mal, ne, auf Englisch noch ist, ist das sehr schwierig. So, die Irren von Villador geschafft. Jetzt können wir uns mal auf den Weg machen, wir haben noch zwei Quests in der Nähe vom Quarry End, beziehungsweise im Quarry End, beziehungsweise vom PK-Stützpunkt aus in der Nähe. Da müssen wir noch hin. Ich glaube, dann sind das fast alle Nebenquests gewesen, die es hier so gibt. Aiden? Ist das Aiden? Wer bist du? Oga, Chiros Vater. Hast du vergessen, dass ich sagte, du sollst dich fernhalten? Chiro tut, was er will. Was willst du? Komm zur Taufkirche und ich werde dir alles erzählen. Ich warte dort. Chiros Vater. Der freundliche Arsch aus der Nachbarschaft.
prasselt mit dir ins Haus. Dich, du blöder Wichser. Ins Gesicht, Junge. Nicht so schön wie im Zombie das Gesicht zu zerdrücken. Hast du deinen Wunschzettel schon fertig? Ich habe keinen Wunschzettel. Ich weiß. Mein einziger Wunsch ist gesund sein und weiß ich nicht. Und meine Wünsche habe ich schon erfüllt. Naja, noch nicht alle. Ich habe ja gerade davon gesprochen, anderes Gehäuse kaufen, noch den CPU nochmal wechseln, damit ich jetzt nicht auf die neue AM5-Geschichte rumwechseln muss. Bei AMD, also auf Intel jetzt wechseln lohnt sich nicht, da muss ich halt alles neu kaufen, da habe ich keinen Bock drauf. Bin ich an dem vorbeigelaufen? Ich bin durch Reden war ich jetzt irritiert. Bist du Imker oder Brauer? Beides. Das ist das Geheimnis meines Doppelbocks. Dir ist sicher schon aufgefallen, dass Bier in der Stadt meistens wie Pisse schmeckt. Nur, dass du nicht ganz unrecht. Genau das meine ich. Keiner versteht mehr was von gutem Geschmack. Überrascht dich das? Tatsächlich sind die sogenannten Brauer heutzutage alle verfluchte Amateure. Und du bist Profi, nehme ich an. Aber sowas von. Gerade ist auch eine gute Zeit für meine Zunft. Die Nachfrage nach Bier ist höher als je zuvor. Brauer ist in den Top 10 der stabilsten Jobs in der Stadt. Direkt nach den Bestattern? Der war gut. Ich habe mich völlig meiner Hefe verschrieben. Und meinen Bienen natürlich. Deinen Bienen? Ja. Kennst du die Geheimzutat des besten Biers der Stadt? Neben Liebe natürlich. Ich nehme an, du wirst es mir gleich sagen. Honig. Und für den besten Honig brauchst du auch die bestgenährten Bienen. Apropos. Kannst du mir vielleicht mit meinen Bienen helfen? Ihnen etwas Zucker geben? Ich habe meine eigenen besonderen Bienenstöcke in der Gegend sehr hoch angebracht, um sie vor Dieben zu schützen. Ich kann's versuchen. Wo genau sind die Bienenstöcke denn? Zuerst musst du die Zuckerpakete finden. Ich habe sie in der Nähe platziert, um sie zu verfüttern. Wenn du die Pakete findest, findest du auch die Bienenstöcke. Es gibt drei, die alle nah beieinander liegen. Der erste befindet sich auf einem Dach in der Nähe. Wenn du in die Richtung des Hauptterminals blickst, kannst du ihn sehen. Der zweite befindet sich auf dem Dach des Hauptterminals unter dem großen Turm mit dem Peacekeeper-Banner. Der dritte befindet sich auf dem Main-Terminal, direkt neben einer der Statuen. Sei bitte schnell. Das Geschäft läuft so gut, dass ich sie in letzter Zeit vernachlässigt habe. Sie verhungern wahrscheinlich gerade. Ich denke, ich bin... Doch eher ein Brauer als ein Imker. Schließe die Bienenherausforderung ab. Ah, ein Zuckerpaket. Ich kann Baraks Bienen vor dem Verhungern retten. Rettet die Bienen, denn ohne die Bienen sind wir tot. Und auf ein neues. Da.
Hör, geht's ja nicht weiter. Ach, erzähl doch nicht, ey. Ja, ich kann mich noch erinnern, ey. Das mit den Bienen war richtig scheiße. Ich bin, glaube ich, auf den falschen Weg gelaufen. Achso, das ist schon die dritte Herausforderung, deshalb. Hier ist die Parcours-Herausforderung 1. Vielleicht sollte ich die zuerst machen. Den Mütter ist der beste Freund von sich selbst. Hilfe. Ja, rutsch mal von der Wand ab, als wenn es keinen Morgen gibt. Das war auch das, wo wir hier an der Wand lang müssen, ne? Ach ja, ich erinnere mich auch daran. Falsche Entscheidung, was ich gemacht habe. Das machst du ganz prima, nur scheiße. Geht so. Nee, ich weiß, das war damals, also diese Bienenmission war auch damals richtig kacke immer für mich. Ein weiteres Zuckerpaket für die hungrigen Viecher von Barak. Aber bei den Parcours vorher, da habe ich immer, sag ich mal, die Strecke gesehen. Aber bei diesem Bienenzeug sehe ich die Strecke nicht. Hallo Bienenmann. Ja.
Juhu! Diese Stille macht mich kirre. Das dritte Zuckerpaket, das sollte dem Hunger den Stachel ziehen.